Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich habe mal den Roma 2. Ich habe mir mal gedacht, ich lasse mal gegen den Fidelity spielen. Fidelity, das war immer so die Konkurrenz von Mephisto. Da habe ich mir einfach gemacht, lässt du doch einfach mal den Kishon Chester gegen den Roma spielen. Das Problem ist natürlich, dass das ist, ich fange mal anders an. Der Kishon Chester ist ja von den Spracklen, also auch quasi Fidelity, auch wenn der Kishon Chester jetzt ja, unter Mephisto rauskam. Des Weiteren ist das hier, ich habe die Sprache, die Zugansagen und das Kishon-Gequatsche weggemacht, weil ich habe mal irgendwo gelesen, das soll Performance kosten, deswegen wollte ich den möglichst auf Optimum spielen lassen. Und dann habe ich die 30 für 60 Züge für den Kishon Chester genommen und 30 für die ganze Partie für den Roma 2. Das ist ja immer noch ein 16-Bit-Gerät gegen ein 8-Bit-Gerät mit 10 MHz. Ich weiß jetzt aber nicht, was der Fidelity für eine MHz-Zahl am Start hat. Kann er mal nachsehen, ob da auch irgendwo steht hier in der Anleitung, wie das die technischen Daten sind von dem Gerät. Sekunde, also ich muss so an die Tischkante kommen damit. Bei Mephisto steht immer drin, was das für eine Hardware ist, aber das weiß ich beim Fidelity, weiß ich das gar nicht. Man kann es natürlich auch einfach googeln. Aber hier in der Anleitung steht davon nichts drin, was das jetzt ist, ob das jetzt 8-Bit mit, ich weiß nicht, wie viel Megahertz das ist. Auf jeden Fall legen wir mal los. E4. Shit, ich habe das Brett. Ach, ich hatte so blöd, die Puppen aufzubauen. Scusa, Scusa, ich bin blöd. Verzeiht mir. So, ich hatte das natürlich so stehen. Das weißt du, aus Reflex habe ich jetzt die Figuren weiß unten aufgebaut. Das war in der Partie natürlich nicht so. 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 Alle hinstellen. E4. Damit ging es los. Jetzt muss ich tatsächlich jedes Mal die Pfeiltaste drücken. Jetzt ernsthaft? Hier, Rücken, 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 alle Rücken, alle Rücken. Ich muss jetzt jedes Mal die Pfeiltaste pressen, hier, um dann einen Zug nach rechts kommen? Also das ist ja aber eine schwache Nummer. Beim MM4 muss ich das aber nicht. Da mache ich, meine ich, einmal und dann ist hier, dann macht er die Züge automatisch. Wieso macht er das denn nicht? Läufer A4, Springer F6, also normal Spanisch. Parade. Das haben die alles als Theorie runtergespult. B5, Läufer B3. Also das schockiert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, dass er hier beim MM4, da drücke ich einmal die Pfeiltaste, manchmal im Memory-Modus und dann führe ich nur noch die Züge aus. Ich muss aber nicht jedes Mal bei jedem Zug Pfeiltaste, Pfeiltaste, Pfeiltaste. Das ist mir ein bisschen, ja, das gefällt mir einfach nicht. Läufer C5, die Sache habe ich damals auch mal gespielt. Das gibt da so eine Läufer C5-Variante mit auf F2 reinschlagen. Mit Springer G4 und dann gibt man quasi die Figuren und drückt mit F5 drückt man da später noch gegen. Das habe ich damals gespielt, C3, dann D6, D4, C5, B6. Da war ja angegriffen, das war ja alles noch Theorie ohne Ende. A6, Läufer H4, Parade, A4. C6, A5, das war alles noch Buch hier, Läufer C2. Das hat eigentlich quasi nichts zu bedeuten. Das ist eigentlich, wenn das eh noch Buch ist, dann ja, ist das eigentlich nur der Speicher, der programmiert ist. Ich gucke nämlich mal, wo der Moment ist, an dem der Roma anfängt, auf Verlust zu kommen. Hier habe ich eigentlich gedacht, an dieser Stelle, um hier mal. So, machen wir die Tür zu. An dieser Stelle habe ich eigentlich gedacht, der Roma würde auf Gewinn gehen, gewinnen. Weil jetzt gehen hier scheinbar Figuren verloren. Also Bauern, D6, E5. Hier wüsste ich jetzt auf Anhieb, hätte ich jetzt nicht gewusst. Oder war das hier noch gar nicht? Irgendwo ging das Material verloren. Springer C6, A5, der Läufer nach C7. Turm B1, Läufer D6. Und hier kommt gleich die Stelle, wo ich gedacht hatte,
Der Bauer ist ja nicht mal zu decken, dass jetzt eigentlich der Roma eigentlich auf der Gewinnstraße stehen würde oder auf Gewinnweg kommen würde, weil jetzt ist hier der Bauer weg, Nummer 1. A5 fängt auch noch und ist auch nicht wirklich abzudecken. Der Kishon deckt hier, tauscht hier die Damen. Ich brauche mich eigentlich. Turm AD8. Wie gesagt, das irritiert mich, dass er das nicht im Automatikmodus macht. Wenn ich beim MM4 die Partie nachspiele, da drücke ich Memory, Start, dann baue ich die Grundstellung auf. Also ich spiele eine Partie und mache Memory Start und baue die Grundstellung auf und drücke dann Memory Pfeiltaste rechts und dann dann meinetwegen, ich führe jetzt hier Turm AD8, ich führe jetzt den Zug aus Turm ED1 und da würde der nächste Zug kommen, das nächste blinken. Da habe ich den nur auf dem Brett nur die Züge zurücknehmen. Das irritiert mich hier so ein bisschen. Springer A5 schlägt. Jetzt hat er eigentlich schon zwei Freibauern an der Damenseite. Also es ist wohl das Game, wo trotzdem noch so viele Bauern immer wieder mitverlustig, hier wieder E5 Bauer. Das sind ja immerhin sind das hier zwei Freibauern auf der Damenseite. G7, G5, greift den Läufer an, jetzt zieht weg. Läufer E4, dann fällt wieder, auch wieder ein Bauer für Weiß. Der wird getauscht. Zurückgenommen. Und diese Stellung hier. Das Wunder, hat denn Schwarz nicht jetzt einfach zwei mehr Bauern? Tue ich mich da jetzt so sehr? Und hier muss wohl der Roma irgendwie in Straucheln geraten. Das, also ich hätte jetzt wirklich gedacht, das ist gewonnen. Oh, ist ja super. So schlecht spielt der Roma. Das ist übrigens, by the way, er hat jetzt schon erwähnt, 30 Minuten ganze Partie, 30 Minuten 60 Züge. Läufer schlägt. Springer C6, jetzt sind ja schon. Beide angegriffen. Jetzt kommt noch Springer D2, greift noch den Turm auch noch da an. Turm E1. Und jetzt ist er immer noch angegriffen unter Läufer. Das ist, glaube ich, jetzt so das Problem. Was irgendwie gegangen wäre, ihn zu schlagen? Ich glaube, das wäre auch nicht so gegangen. Dann zurückgehen. Turm 1. Springer zurück. Ja, das Problem ist, glaube ich, hier. War das denn so erzwungen hier? Ist das so erzwungen, diesen Bauern zu schlagen? Meinetwegen Läufer C3 zum Beispiel. Läufer C3 und dann kann ruhig Springer C6 kommen. Das greift ja nicht den Läufer an. Hat er das übersehen, der Roma? Ist das ein Patzer gewesen hier? Läufer A5 schlägt. Weil jetzt kommt ja Springer C6. Er versucht es noch mit dem Springer Angriff des Turms auszuretten. Dann Turm E1. Und jetzt kommt noch hier Springer Schach. G schlägt. Jetzt fällt einfach der. Und jetzt hängt er ja auch noch in der Kreide hier. B4. Ich frage mich, ob diese Stellung so tot verloren ist für Schwarz. Das ist, finde ich, die haben beide nicht so wahnsinnig gut Endspiel gespielt. Ich hatte immer gedacht, die Richard Lane-Programme, die wären ja im Endspiel quasi gerade so stark. Weil das hier, das ist nicht so einfach, wie da ist jetzt hier mal Läufer E5. Und das Feld muss gedeckt werden. Hier frage ich mich schon, ob hier nicht besser gewesen wäre, statt den Bauern, wo ja, der Bauer hängt ja. Aber trotzdem, Läufer C3, wäre der nicht besser gewesen? Läufer C3, dann wäre wohl Springer A5 gekommen. Na gut, dann. Der Bauer bringt. Der Läufer neutralisiert ja nie auf E. Also B3, der Läufer verhindert jetzt den Bauernvormarsch. Läufer D2 möchte wohl nach C1. Dass der Bauer dann trotzdem noch vormarschieren kann. Läufer B2 verhindert das. A5 möchte sich die Bauern wohl natürlich erhalten. Jetzt auch hier König H7. Warum zieht er denn nicht nach F8? Da spielt doch die Musik hier. Wenn er es schafft, den Bauern vorrücken zu lassen, Läufer B4, A4, A3, dann ist das doch gewonnen. Springer D5, verhindert wohl Läufer B4. König G6, der kommt jetzt wieder ran. König F1. Ich habe übrigens festgestellt, bei diesem Modul hier, wenn ich quasi
das wie ein Stick behandle, die Tasten. Die Tasten also mehr zu mir ranziehe beim Drücken. Dann funktioniert das optimal. Wenn ich aber direkt drauf drücke, dann ist das nicht so optimal. So, dann filtern die Züge nicht so optimal raus. König E2, Läufer F4, der wird rausgenommen hier. Und das ist nochmal eine kritische Stellung, würde ich mal sagen. Ich frage mich wirklich, ob das so verloren ist für Schwarz. Schwarz muss es schaffen, so würde ich spielen, irgendwie einen Bauern zu erobern und drei Bauern gegen zwei auszutauschen. Also die Bauern einfach stehen, ich hätte die einfach stehen gelassen, die Bauern. Läufer C1 mit Schach, König E5. Das wird später wird das noch mehr zum Tragen kommen hier. Deswegen mache ich die Züge mal relativ schnell hier. Läufer B2 Schach. Jetzt fällt dieser Bauer, das ist die nächste kritische Stellung. Hier spielt der Roma merkwürdigerweise erst König C2, deckt sich diesem Bauern, Schwarz macht einen Gegenzug und dann kommt wieder König D3. Ich frage mich, was wäre denn gewesen, wenn hier gleich König E2 kommt? Der Bauer fällt, der Bauer fällt auch. Mit der Idee jetzt heraus, nach G2 zu kommen, beide anzugreifen, dass quasi einer fallen muss. Und dann hat man immer noch drei Bauern gegen einen Bauern und kann das noch neutralisieren. Aber hier spielt der Roma ganz merkwürdig König C2. Den Zug finde ich total schlecht. Ich werde wohl gleich die Züge nochmal zurücknehmen und dann mal gucken, wie das denn anders werden würde. König E3, König E2. Jetzt fällt dieser Bauer und jetzt macht er das, was ich eigentlich gerade gesagt hatte, nur eben mit dem Nachteil, dass hier Schwarz am Zug ist. Sonst wäre hier Weiß am Zug gewesen. Der wird angegriffen und jetzt schlägt er diesen Bauern hier. Ich hatte mir aber schon gedacht, dass das jetzt noch kaputter ist. Vielleicht, ich weiß auch nicht, ob G4 hätte wohl auch nichts geholfen. Dieser Bauer fällt. Und das Problem an dieser Stellung ist jetzt eigentlich, dass der Läufer es schafft, sich die letzten Bauern zu halten. Und das weitere Problem ist ein schwarzer Läufer. Das heißt, wenn das auf der Seite wäre, wäre das was komplett anderes. Jetzt kommt noch Läufer hier rüber. König E4. Und den Rest. Den schenken wir uns mal. Später hat es der Renaissance, sag ich schon, Kishon Chester geschafft, sich diesen Bauern zu halten. Durch Austempieren des Königs ist das dann so weit gekommen, dass die Bauern gefallen sind und der H-Bau ist einfach zur Dame marschiert. Können wir mal ganz kurz hier im Schnelldurchlauf den hier und mal ein bisschen mehr oder weniger unkommentiert, weil so ganz nachvollziehbar ist das jetzt nicht, was die hier so machen. Den hier. Er versucht noch mit den Bauern durchzumarschieren. Das Problem ist aber einfach, dass jetzt wird es ein bisschen umständlich hier, muss ich ehrlich sagen. Deswegen mache ich es auch im Schnelldurchlauf. Das ist nicht so spannend, die anzugucken hier. Als hätte da plötzlich nur Capito vom Endspiel hier. Und wieder ran und jetzt hier den Bauernläufer dorthin und dorthin. Ganz merkwürdige Sache, wie das hier abgeht. Das ist eigentlich schon so gewonnen hier. Da kann er eigentlich alles spielen. Und sobald dieser eine Bauer fällt, hier, spätestens da ist alles vorbei. Der Läufer tempiert den nach Lust und Laune aus. Deswegen nehme ich mal die Züge nochmal zurück und versuche dann mal zu gucken, was denn das wirklich anders gewesen wäre. Ich bin der Meinung, ich habe immer gelesen, die Richard-Lenk-Programme, die spielen im Endspiel so stark. Die sind hier den Fidelities im Endspiel überlegen. Aber das war hier für mich keine Endspielüberlegenheit, wenn ich ehrlich bin. Was sollte ich den ganzen Hampelmann-Mist hier auch wieder zurücknehmen? 5. Zwar möchte ich bis zu der Stellung zurück, wo er sich diesen Bauern gedeckt hat. Der macht auch manchmal ganz merkwürdige Entscheidungen. Ja gut, in der einen Partie, die ich hatte, MM4 gegen Roma.
zur Rückkehr. Es dauert und dauert. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Oder muss ein Bauer wieder aufs Brett? Ist auch wieder einer aufs Brett. Ist auch wieder einer, ein weißer Bauer. Aber das finde ich war einer der schwächsten Momente in diesem Endspiel. So ein schwarzer Bauer, das waren ja die Freibauern. So. Achso, diesen Bauerndicken, das war der Quatsch. So. Und ich frage mich, ob in dieser Stellung hier es nicht erheblich besser gewesen wäre, mit dem König rüber zu marschieren. Ich kann da mal ein Level wählen. Level. Hier. Level. Na, egal, dann eben nicht. Was ist, wenn er den sofort rüberzieht? Erst gar nicht warten, einfach sofort rüberziehen. Droht jetzt den Bauern zu schlagen. Wohl, wahrscheinlich können die jetzt auch Läufer G7 kommen. Bauer vor. Läufer H6. Da bin ich jetzt mal gespannt. Und dann schlagen wir natürlich erstmal den hier. Ist ja ganz klar. Das Ziel muss es auch sein, diese Bauern zu stoppen. Das ist doch alles egal, was er hier macht. Jetzt nehmen wir einfach den Bauern hier weg. Weg damit. Das ist ein bisschen unverständlich. Das ist doch hier. Ich hatte immer gedacht, er hätte so die wahnsinnige Endspielahnung. Jetzt nehmen wir meinetwegen noch einen vor. Obwohl, warte mal, ich kann das auch anders machen. Das ist aber Quatsch von mir gewesen. Ihn zurück und ihn zurück. Das ist natürlich quasi zehnmal für den König ran. Remis. Er hat ja nicht die Möglichkeit, König H4 zu ziehen. Das ist wirklich ganz merkwürdig. Das ist doch eigentlich klar, Remis jetzt hier und jetzt schlagen. Zack, Remis. Also deswegen wundert mich, dass dieser König C2, das war, glaube ich, der Verlust zu. Erst deckt er sich den Bauern mit König C2, dann deckt er sich den Bauern wieder nicht. Das ist Remisos hier. Meinetwegen F6, falls er den schlägt, dann, aber, dann sieht auch das Remis ein. Erst deckt er sich den Bauern mit König C2, dann deckt er sich den Bauern doch nicht mehr, zieht ihn zurück und hat dann die Probleme mit der Stellung hier. Also ich glaube, das war eine Remis-Stellung, aber diese Endspielkenntnisse des Romas hier, ich habe sie nicht bemerkt. So, ich bedanke mich fürs Anschauen dieses Videos und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ich werde es mit dem Smartphone direkt hochladen. Deswegen, eigentlich hätte am Anfang kommen müssen, willkommen, Freunde des gepflegten Schachspiels. Jetzt sage ich, bis zum nächsten Video, Freunde des gepflegten Schachspiels.